Hey, die zwei kenne ich. Das sind Cops. Du, geh und warn den Boss. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Bereit, Statsky? Ich wurde bereit geborgen. Bereit für was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Na, bestechen wird er sie sicher nicht, Statsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausplappern, wenn mir jemand mit Schokominze Eis kommt. Ja, oder sie geben mir Unmengen von Limo mit Kohlensäure. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, mir fällt da noch was ein. Sie... Genug jetzt. Das hilft uns nicht weiter. Oh. Ein Kanister mit Sprit in einer Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Ich muss das Tor aufbekommen. Geht doch, ich hab'n Lauf. Wow, geil, ey. Yeah.
Ob ich genug Steine für den Superbau habe? Könnte hinkommen. Ich bin noch nicht gekillt. Bin mir nicht sicher, ob das der verschmuste Typ Hund ist. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Ja, war. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Oh, damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Sehr gut. Manche Leute geht's wohl nicht groß genug. Hier, Hundi. Ein Hundehütte, mein... Na komm. Ja, rein mit dir, ja. Ja, für dich ist das, ja. Was hier vorne? Ich kann nur recht viel. Ah ja, genau. Hahaha, ja, lachen. Nein.
aber wieder prächtig. Ja, geil. Okay, dann lass uns da mal hochgehen. War knapp. Immer dran denken, Shortplätze sind gefährlich. Da wird nicht gespielt. Alles klar? Viel Spaß, da rüber zu kommen. Noch auffälliger geht's wohl nicht. Wohin als nächstes? Sag mal, ist Natalia kitzlig? Bitte? Ist sie kitzlig? Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt, dass ich ihm den Code für meine Bankkarte verraten habe. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr Kitzeln. Du bist also total kitzlig, wie? Vergiss es, Klatsch. Außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon. Du benutzt immer noch dein Geburtsdatum? Nein, Mann. Das von meiner Zwillingsschwester. Ganz cool.
Vielleicht kann ich die Wagen als Plattform benutzen. Nicht schlecht. Normalerweise kriege ich nicht mal einen Ölwechsel gebacken. Teleporter aus Schrott? Wenn ich auf der anderen Seite als Fliege rauskomme, werde ich böse. Mensch, böse. Verdammt böse. Jetzt gehen wir gerade hier hoch. Voll der Donut. Ah, Donut, das steht doch da. Sehr gut, also, gehen wir da hoch. Okay. Na toll, noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Okay, es geht weiter. Chase, hol mich hier runter! Warte, ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint. Okay, es geht weiter. Thank you.
das muss ich mir noch echt überlegen, ey. Ich noch recht. Wie lange soll ich denn hier noch aushalten? Ach, das wird noch was dauern. Beeil dich! Meine Beine tun schon weh! So, war das jetzt hier alles? Den kann man auch noch nicht machen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Rettest du mich jetzt oder nicht? Das hat ein Lichtrohr. Oh. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit. Entschuldige, ich meine, danke. Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen. Ah! Oh, das war er nicht. Er hat mich mit Eiscreme gefüttert. Ich wusste es. Statschki, lass uns von hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Chase. Wir sehen uns. Danke, Jungs. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. 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 Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Okay, ab jetzt aber. Ich hab's abends einfach. Dann schrott da. Du sagst mal. Ganz leiser, freigeschaltet, Chase im Anzug. Und? Na, das ist verständlich. McCain! Durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es John gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich! Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Ja, ich glaube, ich werde zum Nahtpark fahren. Aber ich glaube... Polizeiangelegenheit.
schlägt sich auf die Prozente nieder. Ja, aber wir können ja mal gucken. Was ist das? Ja, so, gucken mal. So, wir werden das erstmal hier nochmal durchführen. Vielleicht können wir hier noch was machen. Aber ich glaube nicht. Hier war nichts, glaube ich. Momentchen. Nein, das Lieder war nichts. Au! Wieso hast du dich noch nicht bei Huckleberry gemeldet? Ich gehe ja schon. Aber fix! Sonst kannst du dir gleich einen neuen Job suchen. Was ist das? Eine Rampe. Das lassen wir noch. Das machen wir später alles. Weil ich brauche die Steine erst. Wir gucken mal, was wir sonst noch hier so haben. Mal gucken. Polizeiangelegenheit. Panik. Hab sie gar nicht gesehen. Ja, gucken wir mal. Sag mal, was war noch was hier? Ja. Ich muss ausspannen. Ah, genau, das war sowas. Fühle mich super! Au! Gut, ja. Das ist ein Notfall. Hä? Oh. Aus dem Weg! Gar nicht gesehen. Ja, richtig gesehen, ja, würde ich sagen. Oh nein! Du bist hoffentlich schon im Bluebell Nationalpark, McCain.
gefunden. Hallo. Wir brauchen einen Farbwechsler, der müsste umliegen. Aber ich würde sagen, schön jetzt auf. Speichert der eigentlich ab? Wie müssen wir denn das vorstellen hier? Der zeigt sich dann schon, oder? Was man. Thank you.
Kabel hin. Oh. Jetzt mit ran. Okay. So. Mein Vieh. Aber hier. Hey, wie geht's so? Das hier kann man später machen, wenn man beim Bauern war. Muss ein guter Fluchtfahrer gewesen sein, wenn er die Polizei ausgetrickst hat. Oh. Hey du! McCain! Geh endlich los! Ah, den, da ist mein. Den will ich noch haben. Hey, wie geht's so? Warum kriege ich hier ein Taxi? Hey! Jawohl! Was könnte es denn wohl Schöneres geben? Speichervorgang, okay. Würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich könnte dass die auf der Apollo-Insel fliegende Autos entwickeln. Ich tue schon gerade mal hier. Dann danke fürs Zugucken, würde ich sagen. Dann gehen wir gerade mal schnell zu dem Hund. Ich hoffe, es geht. Wo kommst du denn jetzt hin? Ja gut, danke fürs Zugucken, das war's. Ich komme ins Ziel, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme.
Rex. Rex Fury, T-Rex. Ja, gut. Hey, Blondschopf. Ja, hier kann man Schweine gegenwerfen, stimmt. Grüß dich. Vorgang. Ja, so, jetzt aber. Bei euer Zeit. Danke fürs Zugucken. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zugucken. Euer Zeit. Bye, bye, Baby Rock'n'Roll. Das war Lego City Undercover für heute. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Mit dem hier.